Ganz, ganz wichtig hier zu beachten ist, dass jetzt natürlich hier, und das ist das, wo halt noch nicht so viele kapiert haben. Also haben jetzt viele kapiert vielleicht, dass man auch sozusagen online Werbung schalten kann und das vielleicht auch verknüpfen kann mit offline, ja, oder mit Messen oder mit sonst irgendwas. Aber die Kombination ist entscheidend. Ja. Das heißt, die gehen mal dann, die setzen halt dann irgendwie alles auf bezahlte Werbung und wundern sich, dass sie da sozusagen relativ viel Geld verbrennen damit und relativ wenig damit herausbekommen. Ja. Denn mal ganz ehrlich, bezahlte Werbung, PPC, sei es jetzt als Google oder sei es Facebook, ja. Das ist ein alter Hut, ja, das gibt es seit über 20, 25 Jahren oder so. Das war eben noch eher mehr Microsoft. Da ist jetzt nichts Neues und ganz, ganz viele machen das und das bedeutet, das ist ja sozusagen eine Auktion, ja, nichts anderes. Desto mehr Werbung schalten, desto teurer sind die Klicks, ja. Das heißt, wenn man das einfach nur für sich macht, ist es ja so, dass man hier letztendlich Kaltakquise macht und wie auch bei der telefonischen Kaltakquise hast du eben einfach nur, sagen wir mal, du schickst das Ganze hier auf deine Landingpage, ja, also in dem Fall ist es eben so, dass du hier Werbung schaltest, sagen wir bei Google, ja, schickst du auf eine Landingpage und die ist dann auch, sagen wir mal, optimiert, ja, da gibt es auch wieder ganz bestimmte Bedingungen, wie sie optimiert sein darf, ja, Google hat ganz strikte Vorschriften, sonst schalten die einfach deine Kampagne ab und das war's, ja, und bei Facebook kann sein, wenn du irgendwelche Regularien verletzt, irgendwelche Vorschriften, irgendwelche falschen Wörter benutzt. Ja? Also du musst hier auch Experten walten lassen. Also du brauchst hier definitiv einen Experten. Das mache ich hier mal hier mit Rot und Orange. Und ganz ehrlich, ich habe hier für Facebook, für Google und für LinkedIn jeweils einen Experten, der den ganzen Tag seit 5 Jahren nichts anderes gemacht hat. Ja? Weil das ist ja einfach nicht einfach mal so, hier ein bisschen Geld in bezahlte Werbung reinhauen und dann läuft die Kiste, ja. Die Zeiten sind lang vorbei, ja. Also wenn es überhaupt jemals so funktioniert haben sollte.